So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Film Boomerang von Elia Kazan, der wie der kleine Bruder von Die Zwölf Geschworenen wirkt. Hier von Eureka aufgelegt in der Masters of Cinema Collection. Ja, wir haben hier ein wunderschönes gezeichnetes Cover, das auch eine der Schlüsselszenen des Films sehr schön nachstellt hier. Und dann haben wir hier den Spine, das ist die Nummer 89. Lizenz liegt sogar bei 20th Century Fox. Und ja, der Film ist natürlich schon älter, ist von 1947, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ja, wir haben hier einiges an Bonusmaterial, wir haben einen Audiokommentar, wir haben eine Dokumentation, ein 44-seitiges Booklet und ja. Ich fand den Transfer sehr gelungen. Das Bild für 1947 ist wirklich gut. Und ja, ich fand den Film klasse. Er ist jetzt natürlich nicht so gut und nicht so kultig wie Die Zwölf Geschworenen, aber er hat eben dieselbe oder eine ähnliche Thematik, sagen wir es mal so, in dem es eben darum geht, dass für ein Verbrechen ein Schuldiger gefunden wird, der dann wie die Sau durchs Dorf getrieben werden soll, und aber das Verbrechen eventuell gar nicht begangen hat und wo man dann quasi ein paar Schritte zurückgehen muss, sich das große Ganze anschauen muss und ja, hinterfragen muss, ist das hier überhaupt der Schuldige oder nicht. Hier schön im Booklet ziert das alte Kinoplakat, das Booklet, sehr schön. Ja, auch wie es aufgemacht ist mit Produktionsfotos. Und Texten. Ist natürlich nur auf Englisch mit englischen Untertiteln, wenn man möchte. In Deutschland ist der Film gar nicht erschienen. Was ich wirklich schade finde, weil, wie gesagt, wer einen Film im Stil von Die Zwölf Geschworenen gucken will, dann der ist hier wirklich richtig. Und Boomerang, also Boomerang, passt wirklich gut als Titel für den Film. Kann man wirklich in mehrerer Hinsicht deuten. Und ja, wunderschöne Edition. Eureka-typisch, wirklich toll. Und ja, klare Empfehlung von mir, sich den Film anzuschauen. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Danke fürs Anschauen und habt eine gute Zeit. Servus.